Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut eine Woche nach der Europawahl wird nun über die Besetzung der EU-Spitzenposten entschieden. Vor der Abstimmung im Europäischen Parlament sind zunächst die Staats- und Regierungschefs am Zug. Sie beraten zur Stunde in Brüssel. Dabei geht es vor allem um die Zukunft von Kommissionspräsidentin von der Leyen, Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei. Zur Diskussion steht auch die Nachfolge von EU-Ratspräsident Michel und des Außenbeauftragten Borrell. Sie ist Präsidentin der EU-Kommission und will es auch bleiben. Es ist der wohl mächtigste Posten, der in Brüssel zu vergeben ist. So kann nur die Kommission Gesetze in der EU auf den Weg bringen. Der informelle Gipfel, eine gute Bühne, um auszuloten, wer hier eine zweite Amtszeit unterstützt. Lob für von der Leyen, nicht nur von der eigenen Parteienfamilie. Weil sie unsere Spitzenkandidatin war, wir die Wahl gewonnen haben und weil sie eine sehr gute Kommissionspräsidentin ist. Ich möchte sagen, aus meiner und aus dänischer Perspektive, Ursula hat großartige Arbeit gemacht. Bundeskanzler Scholz rechnet mit einer schnellen Einigung. Von der Leyens bisherige Unterstützer im Parlament hätten eine stabile Mehrheit. Aber ganz klar ist, im Parlament darf es keine Unterstützung der Kommissionspräsidentschaft geben, die sich auf rechte und rechtspopulistische Parteien stützt. Neben der Kommissionspräsidentin ebenfalls im möglichen Personalpaket der Portugiese Costa als Ratspräsident, dessen Aufgabe die Gipfel organisieren und Kompromisse schmieden. Die Außenbeauftragte soll die außenpolitische Stimme der EU sein. Es könnte mit Kaja Kallas eine Estin werden. Ich sage sehr deutlich, Mittel- und Osteuropa waren unterrepräsentiert in den vergangenen Jahren. Gespräche, Kompromisse und ein Postenpaket, das ist jetzt ihre Aufgabe hinter verschlossenen Türen. Tina Hassel in Brüssel. Wie wahrscheinlich ist eine zweite Amtszeit von von der Leyen? Nun, offiziell wird heute ja nichts entschieden, aber ihre Chancen für eine Wiederwahl sind gut. Das hat zum einen damit zu tun, dass die EVP, die Europäischen Christdemokraten, als klare Gewinner auf einer zweiten Amtszeit bestehen. Und es sieht so aus, als wollten sich die Staats- und Regierungschefs ungewöhnlich schnell auf das gesamte Tableau der Top-Positionen einigen. Angesichts der internationalen Krisen will man, dass die EU schnell wieder geschlossen wirkt und vor allem handlungsfähig ist. Mit einem Sozialisten als Ratspräsident und einer Liberalen als Außenbeauftragten wären auch die anderen Parteifamilien vertreten, auf die sich von der Leyen in ihrer ersten Amtszeit stützen konnte. Und mit Kaja Kallas würde diesmal ja auch eine Osteuropäerin vertreten sein. Aber sie müsste ja auch noch vom EU-Parlament gewählt werden. Wie will sie da die Mehrheit erreichen? Auch da laufen bereits die Gespräche zur Sicherung dieser Mehrheit. Auch hier will man keine Zeit verlieren und macht Tempo. Da wird es allerdings spannend, ob auch die Grünen eingebunden werden in die Gruppe der Unterstützer. Die Grünen selber strecken ja die Hand schon aus und sagen, sie wollen sie mitwählen. Aber in der EVP gibt es Stimmen, die sich lieber in Richtung der italienischen Regierungschefin Meloni und ihrer Partei der Fratelli Italia öffnen wollen. Dankeschön, Tina Hassel in Brüssel. Ein Thema, über das die EU-Staaten lange gestritten haben, ist das sogenannte Renaturierungsgesetz. Es soll dafür sorgen, dass sich zerstörte Natur so weit wie möglich erholen kann. Heute hat die Mehrheit der Staaten zugestimmt. Künftig sollen Wälder wieder aufgeforstet, Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. 80% der Lebensräume in der EU sind in einem schlechten Zustand. Das Stockholmer SIPRI-Institut warnt vor der zunehmenden nuklearen Aufrüstung. Wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht, steigt die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe kontinuierlich auf zuletzt mehr als 9.500. Fast alle sind demnach im Besitz der USA und Russlands. Laut SIPRI baut inzwischen aber China sein Nukleararsenal schneller aus als jedes andere Land. Im vergangenen Jahr testen die USA eine Minuteman, eine Interkontinentalrakete, die es bereits seit Ende der 60er Jahre gibt. Sie kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Bald soll sie von einem neuen, effizienteren System abgelöst werden. Für Friedensforscher wie Dan Smith ein Beispiel für ein neues,
atomares Wettrüsten. Manche Waffensysteme haben sich mit der Zeit abgenutzt, wie ein Auto. Und bei den Nachfolgern will man etwas Besseres. Es geht um mehr Präzision, um größere Reichweiten oder mehr Sprengköpfe pro Rakete. Mehr als 12.000 atomare Sprengköpfe gäbe es weltweit, die meisten seien im Besitz der USA und Russland. So geben die USA an, noch 5.044 Atomwaffen zu besitzen. Laut russischen Angaben sinkt die Zahl auf 5.580. China dagegen baue sein Nuklearwaffenarsenal aus. 500 Sprengköpfe soll Peking besitzen. Zum einen will China den Status einer Großmacht erreichen. Dazu gehören atomare Waffen. Zum anderen bereitet sich China auf verschiedene Bedrohungen und Szenarien vor. Das treibt die Zahl weiter nach oben. Mehr einsatzbereite Atomwaffen, ein Trend, der sich laut den Forschern fortsetzen wird. Der SIPRI-Jahresbericht zeichnet ein düsteres Bild. Von der Kita bis zur Uni, das deutsche Bildungssystem arbeitet am Anschlag. Dieses alarmierende Fazit zieht der neue nationale Bildungsbericht. Es fehlt an Geld und die Herausforderungen sind vielfältig. Durch Zuwanderung und Digitalisierung entstehen laufend neue Anforderungen. Nach wie vor gibt es soziale Ungleichheit, weil das Elternhaus oft die Bildungschancen bestimmt. Aber eines der größten Probleme bleibt der Personalmangel. Den Fachkräftemangel an Schulen sieht Schulleiter Robert Giese aus Berlin schon seit Jahren auf sich zukommen. Vor allem in den Naturwissenschaften sind die Lehrer knapp. Na, im schlimmsten Fall gibt es auch Schulen, die bestimmte Fächer nicht mehr unterrichten. Also die dann einfach sagen, wir können es nicht, wir machen dafür ein paar Stunden mehr deutsche Geschichte. Da gibt es in der Regel genug Lehrer und können aber leider Fach Physik nicht unterrichten. Nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz fehlen bundesweit 68.000 Lehrkräfte bis zum Jahr 2035. Andere Prognosen rechnen mit mehr als doppelt so viel fehlenden Lehrerinnen und Lehrern. Um das Problem zu lösen, verweist der nationale Bildungsbericht auf zugewanderte Lehrkräfte. Aber nur 14% von ihnen wurden 2023 anerkannt. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, wo wir überlegen müssen, ob bestimmte Voraussetzungen, die wir an den Lehrkräfteberuf binden, in Zeiten des Mangels hinreichend sind. Eine andere Möglichkeit, Seiteneinsteiger. 2023 gab es besonders viele in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz will noch mehr gewinnen. Auch Hochschulabsolventen mit nur einem Unterrichtsfach. Bislang müssen es häufig zwei sein. Wir werden uns mit der Einfach-Lehrkräfte-Qualifizierung auseinandersetzen mit unseren Hochschulen. Das heißt, zusätzliche Wege ins Lehramt schaffen. Der Schulleiter Robert Giese blickt dem skeptisch entgegen. Denn oft seien Seiteneinsteiger keine Pädagogen. Und das merke man gelegentlich am Unterricht. Heute ist die Staatssekretärin im Bildungsministerium Döring entlassen worden. Im Kern geht es um den Vorwurf, dass ausgerechnet im Bildungsministerium gegen das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit verstoßen wurde. Döring hat angeblich im Alleingang prüfen lassen, ob kritischen Wissenschaftlern Fördergelder entzogen werden können. Hintergrund ist ein offener Brief dieser Hochschuldozenten zu Nahostprotesten. Aber auch Dörings Chefin, Bildungsministerin Stark-Watzinger, steht in der Kritik. Es geht am Nachmittag um den Bildungsbericht eigentlich. Doch auch ein anderes Thema stößt auf großes Interesse. Hat Bildungsministerin Stark-Watzinger prüfen lassen, ob kritischen Wissenschaftlern Fördermittel gestrichen werden könnten? Nein, sagt die Ministerin. Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt. Der durch diesen Vorgang erweckte Eindruck ist geeignet, das Vertrauen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in das BMBF nachhaltig zu beschädigen. Und genau deswegen habe sie, Bettina Stark-Watzinger, die Entlassung ihrer Staatssekretärin Sabine Döring beantragt. Sie soll verantwortlich sein. Der Hintergrund: Anfang Mai wird an der Freien Universität Berlin ein pro-palästinensisches Protestcamp durch die Polizei aufgelöst. Lehrende sprechen sich in einem offenen Brief gegen solche Polizeieinsätze aus. Daraufhin will das Bildungsministerium überprüfen, ob den Unterzeichnern des Briefes Fördermittel entzogen werden könnten. Die Opposition hat Fragen.
Wir wollen, dass die Ministerin Aufklärung schafft über das, was jetzt tatsächlich im Hause stattgefunden hat und was von wem gekommen ist am Ende und ob die Dinge, die sie auch in ihrem Statement beschreibt, am Ende für ihre Staatssekretärin gelten oder für sich selbst. Wer wusste wann was? Wer war verantwortlich? Grüne, SPD, AfD und CDU fordern, dass gründlich aufgeklärt wird. Einsamkeit. Dieses Gefühl verbinden die meisten von uns vermutlich vor allem mit älteren Menschen. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung aber zeigt, auch fast jede und jeder Zweite zwischen 16 und 30 Jahren in Deutschland fühlt sich einsam. Eine Entwicklung, die durch die Corona-Pandemie verschärft wurde und anhält. Gründe könnten auch häufige Arbeitsplatzwechsel und veränderte Kommunikations- und Umgangsformen sein. Heute startet die Bundesregierung eine Aktionswoche zum Thema. Gedenken an den Volksaufstand 1953 in der DDR. Berlins regierender Bürgermeister Wegner erinnerte daran, dass die Demonstrierenden damals für Menschenrechte und Freiheit gekämpft hätten. 1 Million Menschen waren in der DDR auf die Straße gegangen, um gegen das vorgegebene Arbeitspensum und die schlechter werdende Versorgung zu demonstrieren. Bei den Protesten vor 71 Jahren wurden mehr als 50 Menschen getötet, 15.000 wurden verhaftet. Bei 2 Bootsunglücken mit Flüchtlingen sind vor der italienischen Küste mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 werden noch vermisst. Deutsche Seenotretter konnten vor der Insel Lampedusa 51 Menschen von Bord eines havarierten Holzbootes retten. Ein weiteres Unglück ereignete sich vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien. Dort nahm ein Handelsschiff 12 Menschen von dem gekenterten Boot auf und übergab sie der Küstenwache. Einer der Geretteten starb später an Land. Zerstörte Stühle aus dem Fußballstadion in Kharkiv. Damit wurde heute in München vor dem ersten Spiel der Ukraine bei der Europameisterschaft an den Krieg erinnert. Später dann in der Allianz Arena ging es nur noch um Fußball. Die Ukraine kassierte eine deutliche 0:3 Niederlage gegen Rumänien. In einem bis dahin schwachen Spiel gehen die Rumänen in Gelb in der 29. Minute durch einen fantastischen Treffer von Nicolae Stanciu in Führung. Vorausgegangen war der Fehler des ukrainischen Torhüters Andrei Lunin, der anschließend chancenlos ist. Bis zu diesem Zeitpunkt mangelt es noch an klaren Torchancen. Nach dem Wechsel erhöht Marius Marin in der 53. Minute auf 2:0. Nie führte Rumänien bei einer Europameisterschaft so deutlich und es wird noch besser. Denis Dragos mit dem 3:0 in der 57. Minute. Kurz vor dem Ende trifft Jaremtschuk für die Ukraine nur die Latte. So bleibt es beim 3:0. Außenseiter Rumänien startet spektakulär ins EM-Turnier. Im zweiten Spiel der Gruppe E die belgischen Fans in Frankfurt voller Vorfreude. Doch der Außenseiter aus der Slowakei ganz in Weiß völlig überraschend mit dem Führungstreffer nach dem Fehler von Doko. Erst Kuka und dann Schranz, der Torschütze zum 0:1 nach gerade mal 7 Minuten. Und mit diesem Rückstand für das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Domenico Tedesco geht es auch in die Pause. 10 Minuten nach dem Wechsel dann der vermeintliche Ausgleich. Lukaku allerdings nach Videoüberprüfung knapp im Abseits. Belgien danach mit weiteren Chancen, doch ohne die entscheidende Genauigkeit. Das Tor des Slowaken wie vernagelt. Und kurz vor dem Abpfiff nochmal Pech für Belgien. Lukakus Treffer zählt wieder nicht. Vorher gab es ein Handspiel. 0:1 der Endstand. Die Slowakei schlägt Belgien. Die erste große Überraschung dieser Euro. Perfekt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 18. Juni. Quer über Deutschland bildet sich eine Luftmassengrenze. Auf der kühleren nördlichen Seite gibt's teilweise kräftige Regenfälle. Auf der schwülwarmen südlichen Seite drohen unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Heute Nacht lassen Schauer und Gewitter aber nach und vor allem im Süden sowie in Küstennähe klart es häufiger auf. Morgen im Süden oft sonnig, sonst teils Sonne, teils dichte Wolken und in einem breiten Streifen vom Westen bis in den Osten gibt Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Im Nordwesten später gebietsweise kräftige Regenfälle, am Abend auch im Norden. Im Süden sind einzelne heftige Hitzegewitter möglich. Im Osten und Südwesten heute Nacht um 15, an der Nordsee nur um 10 Grad. An der See morgen um 20, im Süden teilweise über 30 Grad. Am Mittwoch vor allem vom Südwesten bis in den Osten Schauer und Gewitter, die südlich der Donau heftig sein können, sonst recht freundlich. Auch in den folgenden Tagen können sich entlang der Luftmassengrenze unwetterartige Schauer und Gewitter entwickeln.
In den Tagesthemen in der Halbzeitpause um 21.50 Uhr fragen wir nach, ob es eine Einigung zur künftigen EU-Spitze gibt und schauen auf die Rolle der Bildungsministerin Stark-Watzinger in der Fördergeldaffäre. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.